Dass die Zauberflöte ein Hybrid ist, das wissen wir. Wenn man ansetzt, setzt man natürlich in erster Linie bei dieser göttlichen Musik an von Mozart. Das ergibt kybernetisch einen wunderbaren Sinn, das ist unantastbar himmlisch. Und jetzt muss man mit diesem zum Teil sehr unlogischen Libretto umgehen. Da man sich als Künstler das Kind bewahrt, ist für mich momentan der einzige Zugang, auch in einer so schwarz-weiß denkenden Welt, der kindliche. Ich glaube, dass das wirkliche Geheimnis der Zauberflöte das Allumfassende ist. Das, was man ihr zum Vorwurf macht, ist eigentlich das große Geheimnis. Dieser Hybrid aus Opera Seria, Singspiel, bisschen Tanz drinnen, Show-Effekten, diese schräge Story, also Star Wars ist vielleicht auch nicht logischer. Mozart wusste, wie man Musiktheater schreibt. Eigentlich muss man nur der Musik folgen, das versuche ich sowieso. Aller Modernismen oder Nichtmodernismen zum Trotz, so viel kann ich zur Bildsprache schon sagen, sie kommt und entsteht gänzlich aus der Musik. Corona soll uns nicht hindern, etwas sehr Spannendes zu erleben. Durchaus mit, ich glaube, ästhetisch schönen Bildern. Aber es wäre nicht die Zauberflöte, wenn es ganz so glatt ginge.